Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wait Day. Ach genau, ich wollte ja die Leiter von draußen holen. Habe ich den Ton laut genug überhaupt? Okay, jetzt höre ich wieder was. Hier ist wahrscheinlich nichts, das ich benutzen könnte. Naja, nicht. Schon sperrige Leiter. Ich traue mich nicht zu rennen, weil sonst der Hausmeister vielleicht... Alter, sei lieb. Alter. Böse Leiter. Lauf. Oh. Was haben wir da? Komm schon, ich bin so nah dran. Ich liege sogar fast schon. Scheiße, ich glaube, der Hausmeister kommt. Oh, scheiße, 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 scheiße. Was mache ich jetzt? Ich mag nicht mehr. Gott. Nicht? Wer ist das denn jetzt? Das irritiert mich. Oder war das ich mit dem Ding? Ich habe keine Ahnung. Alter. Warum habe ich die ganze Türe, wo die offen zugeht? Das irritiert mich. Oh Gott. Er kommt wirklich, er kommt wirklich. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe mir noch nicht eingebildet. Okay, ich glaube, ich muss das Spiel an. Der sieht mich nämlich gleich. Scheiße, scheiße, scheiße. Tut mir leid, dass ich scheiße sag. Der läuft, der läuft, der läuft. Nein! Okay, der macht mir Angst. Ich gehe aus dem Spiel. Okay. Oh Mann, ich hab's mir noch nicht eingebildet. Da war wirklich da. Okay. Wie komme ich an das Doppelbuch ran? Okay, also merken wir uns, wenn wir so ein Geräusch hören, es ist der Hausmeister. Es ist nicht, weil es eine Backe oder sonstiges ist. Es ist wirklich der Hausmeister. Oh Gott, der hat mir Angst gemacht. Der ist echt creepiger als jedes Monster, Geist oder sonstiges Wesen. Der wohl die Türen aufmacht, wenn ich mir eine zumache. Was meinst du, was wir machen? Türe zu. Geh damit hoch, ey. Geh da runter sofort. Die Türe machen wir schon mal auf. Verstecken. Nein, sieht nicht so aus. Oh, ich habe vergessen, meinen Wecker zu machen. Mach ich jetzt gleich. Tua, tua. Wenn mein Handy so mögen würde wie ich. Böses Handy. Der ist da also irgendwo draußen gerade schon. Lauter. Oh Gott.
jetzt die Türe aufmacht. Der ist hier drin. Oh Gott, der macht die Tür auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn er jetzt die Tür aufmacht. Scheiße. Scheiße. Okay, okay, ist ein Hausmeister, er kann Türen aufmachen. Sie dann wieder gehen. Komm schon, verschwind endlich. Hier wird's gerade wieder lauter. Ist das weg, oder? Sieht so aus, als wäre weg. Oh Gott. Ich will nicht die Tür aufmachen, ich will das Ding haben. Was auch immer das ist, ich kann es nicht nehmen. Das irritiert mich jetzt vor der Kanne. Nun gut. Raus da. In welche Richtung ist der wohl gelaufen? Nicht in die Richtung, in die wir wollen. Welche Türe hatte ich aufgemacht? Ich bin gerade ein bisschen falsch, verwirrt. Ich war da ganz oben, ne? Da hinten war aber auch ein Rückklassenraum. Achso, ich bin ja ganz zurück, da gab es ein Treppenhaus. Ich traue mich echt nicht zu rennen. Scheiße. Kommt der gerade von hinter mir oder vor mir? Aber ich sehe nicht. Komm schon! Ich muss wissen, wo der ist! Die Chancen stehen wahrscheinlich höher, dass er in der Richtung ist, oder? Macht mich wahnsinnig. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich weiß nicht mehr, also muss er da hinten sein. Aber da muss ich doch hin. Was soll ich denn machen? Du sollst doch gar nicht rennen. Oh Gott, das war aus Versehen. Scheiße. Oh oh. Renn so schnell du kannst. Falsche Taste.
Run, Fuss, run. Scheiße, der ist schon da. Schnell. So. Mann, warum ist der so schnell? Tut mir leid, ich schreck grad voll ins Mikro. Das ist voll der Fail-Part, weil ich die ganze Zeit vor dem Mann weglaufen muss, aber der steht in dem Gang, wo ich hin muss. Du nervst, Kerl. Weißt du das? Was? Schlägt er mich gleich, wenn ich in dem seine Nähe komme, oder überlebe ich das irgendwie? Besiege wir unsere Angst! Ich muss dann versuchen, an dem vorbeizurennen und dann ins Treppenhaus vielleicht, wenn da keine Sackgasse ist. Oh. Oh Gott, oh Gott, der ist genau vor mir. Verdammt, ich hätte noch warten sollen. Ja, jetzt schlägt er mich höchstwahrscheinlich tot, ne? Ich komm nicht an dem vorbei wahrscheinlich. Das muss ich jetzt Cape schnell drin. Au! Geh weg! Der hat mich gehauen. Und der lacht voll creepy. Der macht mir Angst, wirklich. Der macht mir Angst, der Mann. Quatsch. Die Türe zu schnell. Oh, scheiße, das ist dunkel. Aber solange wir sicher vor dem sind, ist es mir egal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war echt mies. Tagebuch. Streichhölzer. Scheiße, ist hier dunkel. Boah, das ist echt creepy. Super creepy sogar. Das ist eine Notiz. Ghost Stories. Das Geheimnis des Teiches. Bla bla bla. Da war ein kleiner Teich. Bla bla bla. Wenn du einen Liebesbrief machst, Liebesbrief halt gibst, indem du fragst, dass man sich an der anderen Seite des Teiches trifft und ihn über den Teich sendest zum anderen Gebäude. Wenn er es bis zum anderen Ende schafft, dann werdet ihr für immer zusammenbleiben. Und wenn der Brief es nicht schafft, dann wirst du einen tragischen Tod sterben. Okay, das lesen wir wann anders. Ist mir gerade zu viel und wir haben nicht so viel Zeit. Wo ist denn der Lichtschalter hier? Ah, gut. Licht ist immer schön. Bis zum Speichern ist auch immer schön. Wo ist denn hier das nächste Klo? Was ist denn im Broadcasting Room? Warum Zeule? Hör ich den Hausmeister? Der ist hier oben. Ich hasse dieses Spiel, ich will nicht mehr. Raum gehen, oder? Scheiße, Mann, die Geräusche machen echt wahnsinnig. Oh. Nein! Leute! Was ist das für ein Spiel? Wo bin ich denn vor dem Mann bitte schon sicher?
Darf ich den Part jetzt bitte aufgeben? Na, macht mich wahnsinnig, der Mann. Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll, ohne dass du mich verfolgt. Das ist mich mal cool, du blöder Hirni. Scheiße, verschossen. Der macht mir echt Angst. Der sieht nicht mal gruselig aus, aber macht mir Angst. Okay, ich sterbe jetzt sowieso. Ich bin in Klo eingeschlossen und sonstiges. Ich will nicht selber zugucken, wie ich sterbe. Oh Gott, das Spiel macht mir fertig. Okay, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sind überhaupt nicht weitergekommen. Ich bin nicht mal zum Speicher gekommen, weil der Kerl hier schon wieder aufgetaucht ist. Und ja, Adrenalinstoß. Ich hasse diesen Hausmeister. Ja, okay, bis zum nächsten Part. Boah. Das war schrecklich. Ja. Das war echt schrecklich. Egal. Ich rede gerade zu viel. Okay, bis zum nächsten Part, der wohl doch ein bisschen länger proben wird. Ja, weil ich jetzt erstmal, meine Hand ein wenig ausruhen muss, weil die dann wieder nachgestochen wird, halt nachtätowiert wird und deswegen, ja, deswegen kann ich morgen nicht aufnehmen. Und ja. Wir werden sehen, wann ich wieder dazu komme. Beziehungsweise bis die anderen Parts oben sind, ist sowieso nicht mehr morgen. Na okay, ich rede gerade schon wieder zu lange. Also, bis zum nächsten schrecklichen Part mit diesem bösen, bösen Spiel. Bye, bye.